Heinrich VI. War bei seiner Thronbesteigung noch nicht einmal 6 Jahre alt. Er stand deshalb unter dem Schutz Papst Viktors II., der allerdings bereits 1057 starb. Daraufhin wählten die Reformer ohne Konsultierung des Kaiserhofes einen neuen Papst. Die Regierung führte eigentlich Kaiserin Agnes, die auch einen Gegenpapst aufstellte. 1062 folgte in diesem Zusammenhang eine List unter Ägide des Erzbischofs von Köln. Heinrich IV. Wurde bei Kaiserwerth auf ein Schiff auf dem Rhein gelockt, das plötzlich ablegte, um nach Köln zu fahren. Heinrich sprang ins Wasser, wurde aber herausgezogen und gefangen genommen. Auch die Reichsinsignien führte der Kölner Erzbischof mit sich. Er war nun der neue Regent. Die Kaiserin wollte sich verbittert ins Kloster zurückziehen. Noch Jahre später nahm der König ihm das übel. Schlussendlich konnte sich der Reformpapst auch noch behaupten. Die Vormundschaftsregierung des Kölner Erzbischofs ist geprägt von der Verschleuderung von Reichsgut. Vor allem Bischöfe und Klöster bedienten sich kräftig. Das machte verschiedene Profiteure mächtig und so waren die ersten selbstständigen Jahre Heinrichs IV. An der Regierung schwierig. Misstrauen und Intrigen herrschten am Hof, die Lage ist geradezu unübersichtlich. Daher plante Heinrich IV. Einen raschen Romzug, um die Kaiserkrone zu gewinnen. Doch das musste immer wieder verschoben werden, was wiederum Enttäuschungen in Italien hervorrief. Der König selbst war dem Hof weiterhin ausgeliefert. Heinrich war von jungen Leuten niederen Standes umgeben, die ihm bedingungslos gehorchten. Zusammen führten sie ein recht lockeres Leben. 1066 wird Hochzeit gefeiert. Heinrich ist 15, die Braut 14. 2 Jahre später forderte er die Scheidung. Die Ehe sei noch nicht vollzogen, die Braut noch Jungfrau. Das Vorhaben scheitert, ein Jahr später wird er Vater einer Tochter. Erst ab 1068 gelang es ihm, aus dem Schlamassel zu entkommen. Im folgenden Jahr zog er selbst gegen die Elbslawen. Der Anfang der 1070er Jahre war von inneren Spannungen geprägt, denn der König wollte das verausgabte Reichsland zurückgewinnen, vor allem in Sachsen, was große Konflikte nach sich zog. Bei der Verwaltung setzte er nun auf eine neue soziale Schicht, die Ministerialen. Das sind eigentlich Unfreie, die im königlichen Auftrag die Verwaltung leiten.